das Mikrofon weiterzugeben an Claudia. Claudia, bitte. Ja, hallo, können mich alle hören? Bin ich zu hören? Ich bin etwas aufgeregt, denn ich habe noch nie ein Webinar gemacht. Keine Ahnung, wenn ich da irgendwas falsch mache, bitte mir einfach Rückmeldung geben. Das ist sehr komisch, mit dem Computer zu sprechen, aber ich finde es gleichzeitig wunderbar, mit der ganzen Welt verbunden zu sein. Also, ich bin ganz aufgeregt und ganz, ja, ich finde es toll. Wieso mache ich jetzt dieses Webinar? Ich habe DAF studiert und auch Sport. Aus dem Bereich Sport habe ich ganz viel gelernt, weil ich in dem Bereich Alzheimer-Forschung gelandet bin, durch viele Umwege und dabei auch Programme schreibe und auch unterrichte und Erlangen auch verbunden bin, wo ich ja, das Gehirn natürlich auseinandernehme in Programmen und festgestellt habe, Mensch, die Sachen, die ich dort gelernt habe und ausprobiert habe, mit älteren Menschen ausprobiert habe, warum sollte das auch in meinem Deutschkurs gut funktionieren? Also ich habe einen Integrationskurs, ich habe immer irgendwelche verschiedenen Kurse, Integrationskurse, B2-Kurse oder ja, verschiedenste Arten von Kursen und habe in vielen Jahren ausprobiert, wie es funktioniert. Und daraus entstanden sind dann zwei Bücher. Einmal Fremdsprache in Bewegung mitgebracht. Und das ist entstanden in meinem eigenen Verlag. Und auch das Bewegungsspiel, was ich bei Cornelsen verlegt habe. Ja, und heute würde ich gerne einfach ein bisschen darüber erzählen. Beziehungsweise ich würde natürlich gerne, dass ihr mitmacht, weil ich das sehr komisch finde. Eine Fortbildung über Bewegung ohne Bewegung. Also gut, aber wir kriegen das hin. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ansonsten bitte einfach unten in die Kommentarliste eingeben, ob ich nicht mehr zu hören bin. Ich weiß nicht, was mit meinem Mikrofon ist. Ich habe es neu gekauft, extra für euch. Gut, probieren wir es einfach. Das Erste, was ich gerne machen würde, ist, dass wir uns in Bewegung kennenlernen. Also dazu bräuchte ich jetzt irgendwelche Teilnehmer, die gerne mitmachen wollen, damit wir in einer Situation Ja, ich starten. möchte einige Teilnehmer bitten, einfach die Kamera Das jetzt an, Katja? anschalten und wir werden zusammen einige Übungen machen. Ja? Bitte. Wer keine Angst hat? Richtig. Sandra auch. Super. Siehst du? Wir machen die Übungen. Hallo Gut. Elke. Sehr gut. Ah, hallo, Baha. Super. Toll. Okay, gut. Also, das erste Spiel, was wir spielen wollen, heißt, ich begrüße alle die. Dieses Spiel spiele ich normalerweise natürlich in der Klasse, wo alle Leute den Platz wechseln. Immer derjenige, der sich angesprochen fühlt, wechselt mit dem anderen den Platz. Jetzt können wir schlecht den Platz wechseln. Ja, zwar auch lustig, aber es geht leider nicht. Also versuchen wir, wenn ihr euch angesprochen fühlt, dass ihr aufsteht. Ja? Also aufsteht. Ja? Wollen wir das so machen? Das klingt so, als wäre es schwierig. Geht? Okay. Ich probiere es mal. Also, ich begrüße alle die, die schon lange Deutsch unterrichten. Ah, ja. Okay, ich bin wohl immer noch schlecht zu hören, Nadja, weil es klingt so von den Gesichtern her. Was kann ich tun? Es ist ja blöd. Okay, gut. Alles klar. Gut, dann begrüße ich alle die, die schon Bewegung im Unterricht machen. Ah, oh, super. Okay. Und ich begrüße alle die, die heute unterrichtet haben.
Ha. Okay, und ich begrüße alle, die denken, dass Bewegung vielleicht auch etwas problematisch sein kann im Unterricht. Alles klar. Gut, was wir normalerweise machen bei diesem Spiel ist, dass irgendwann ein Stuhl weniger da ist und man so ein bisschen wie Reise nach Jerusalem spielt, sprich derjenige oder diejenige, die dann übrig bleibt, macht die nächste Begrüßungsform. Und das ist sehr lustig und sehr locker und macht ziemlich viel Spaß. Ja? Also, so heißt das erste Spiel. Ich begrüße alle die. Natürlich kann ich das auch auf A1 spielen, dann sage ich, wer zum Beispiel, wer hat eine Couch? Wer von euch hat eine Couch? Wer hat einen Hund? Ah. Wer hat heute gut geschlafen? Wer trägt eine Jeans? Okay. Also so kann man das Spiel spielen. Und das ist sehr dynamisch, weil wir viel uns im Raum bewegen können. Ja, über die Tische hinweg zu den Stühlen hin macht ganz viel Spaß und das ist einfach eine schöne Begrüßung. Die andere Form, die ich euch zeigen möchte, ist die Schneeballschlacht. Schneeballschlacht kennt ihr, ne? So eine richtig schöne Schneeballschlacht. Dazu schreibt man auf eine Hand. Also die Hand legt man auf ein Blatt Papier und umrandet die Hand. Ja? So, und dann schreibt man in die Finger etwas hinein, was ich vorgebe. Also zum Beispiel, wie viele Kinder hast du? Was ist dein Hobby? Was auch immer. Ja? Zum Beispiel. Und dann wird das zu einem Schneeball geformt und dann machen wir eine Schneeballschlacht. Wir können ja mal so tun, als würden wir eine Schneeballschlacht machen. Kommt, macht mal so mit, formt mal einen Schneeball. Tut mal so, als ob ihr ein Papier in der Hand habt. Lasst es uns mal werfen. Also los. Aber es ist blöd, wenn ich die Kamera aus habe, dann bin ich ja gar nicht mit dabei im Spiel. Aber gut, ja, sehr gut. Ihr habt sogar Papier dabei. Ich probiere es mal. Okay. Also gut. Also, ich forme auch einen Schneeball und jetzt. Achtung, jetzt der Schneeball kommt. Oh, Nadja, pass auf, dich. Werf dich ab. Und dich auch, Olga. Okay, gut. Und jetzt nach einer Weile macht man ein Signal und dann sagt man Stopp. Und jetzt nehmt bitte den nächsten Zettel, den ihr findet auf der Erde und versucht die Person zu finden, die auf diesem Papier steht. Also muss man viele Fragen stellen. Hast du Kinder? Was ist dein Hobby? Ist dein Hobby Fußball spielen? Und so kann ich wieder die Person finden. Das ist auch sehr schön dynamisch. Habt ihr Lust, das mal auszuprobieren? Ah, sehr gut. Elke schreibt schon was. Super. Es funktioniert auch hervorragend, wenn ihr sagt, in den Fingern ist eine Lüge versteckt. Eine Lüge. Irgendein Finger ist eine Lüge. Ein Hobby oder ihr habt statt zwei Kinder fünf Kinder geschrieben und die anderen müssen die Lüge finden. Ja? Das wären so kleine Kennenlernübungen, die man mal ausprobieren könnte. Okay. Kinder? Wie viele Kinder? Sieben Kinder. Oh, Elke, ich glaube, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Sehr gut. Gut. Warum ist das überhaupt gut mit der Bewegung im Unterricht? Dazu würde ich euch gerne ein paar Tipps geben.
ein paar Hintergrundinfos. Wollt ihr die hören? Oder kennt ihr euch schon super gut aus? Okay. Das erste ist erstmal ganz klar, das wisst ihr garantiert, dass es Informationen, die ich nicht irgendwo in den im Gehirn speichern kann, dass ich die eigentlich gar nicht aufnehmen kann. Also Informationen ohne Anschlussstellen sind nicht lernbar. Ja, ich muss immer irgendwo andocken. Und dieses Andocken, das ist das Spannende. Da muss ich eine kurze Pause machen, damit die Spannung steigt. Funktioniert nur durch Bewegung. Ist euch das eigentlich bewusst? Nur durch Bewegung kann ich Anschlussstellen schaffen. Wieso machen wir eigentlich so wenig Bewegung im Unterricht? Das ist doch verrückt. Was auch interessant ist, dass nur Bewegung Stress abbaut. Also sind eure Schüler gestresst oder haben Druck, dann hilft nur die Bewegung. Interessant ist auch, dass alle Nervenzellen nur durch Bewegung vernetzt sind. Hinter allem, was wir tun, steckt Bewegung. Das ist total spannend. Das können nur wir Menschen. Ja, und insofern frage ich mich, wo ist die Bewegung im Unterricht? Wir machen viel zu wenig. Ein dritter Fakt, der sehr spannend ist, ist, nur Bewegung gibt uns ständig neue Gehirnzellen. Das ist total verrückt. Alle 2 Wochen bekommen wir neue Gehirnzellen geschenkt. Das ist doch total verrückt. Also das heißt, wenn wir uns bewegen und Bewegung mit unserem Deutschlernprozess verbinden, ist das natürlich absolut ideal. Ja. Was man auch festgestellt hat, ist, dass das Gehirn am besten bei einem Puls von 100 arbeitet. Das heißt, wenn der Puls hochgeht bis 100, also ungefähr straffes Gehen, dann ist es ideal fürs Gehirn. Interessant ist aber auch, dass der Puls wellenförmig auf- und absteigt. Das heißt, ich brauche eigentlich nur im Unterricht ganz kleine Bewegungsinseln schaffen und dazu brauche ich nicht unbedingt viel Platz. Und außerdem müssen Bewegungen, muss das nicht heißen, dass wir irgendwie im jetzt Gymnastikbereich sind oder ganz schweißtreibende Tätigkeiten machen, sondern das kann schon in den Fingern stattfinden. Hauptsache, der Körper reagiert mit und entscheidet, was im Kopf in Gang gesetzt wird. Das ist total wichtig. Das heißt, wenn ihr alle 20 Minuten mal für eine Minute irgendwas in Bewegung macht, werdet ihr feststellen, dass eure Schüler viel wacher sind, viel leistungsfähiger, viel mehr Spaß haben. Und ihr habt mehrere Möglichkeiten, Bewegung im Unterricht hineinzubringen. Zum einen könnt ihr einfach den Unterricht unterbrechen, ganz klassisch Gymnastikübungen machen. Und zum anderen könntet ihr das Lernen mit der Bewegung verbinden. Und das ist halt einfach wahnsinnig spannend zusammen. Dadurch wird sich die Gedächtnisleistung eurer Schüler verbessern, total. Die Konzentration erhöht sich, Sauerstoffversorgung wird besser, Zuckerversorgung. Wir fühlen uns einfach besser, wacher. Das Gleichgewichtsorgan gibt nicht immer wieder diese komischen Signale, dass, wenn wir die ganze Zeit sitzen, kommt die nämlich immer nur sitzt, sitzt, sitzt immer noch, sondern ist ständig in Bewegung. Es passiert ein Feuerwerk im Kopf, was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist unheimlich gut für das Wohlbefinden und für die Motivation. Man hat einfach bessere Laune, wenn man in Bewegung ist. Habt ihr Fragen zu diesen Sachen, was das den Hintergrund angeht? Oder war ich da jetzt zu schnell? Bitte weiter. Alle hören sehr gut. Alles ist klar. Und ihr habt keine Fragen, weil es gibt ja Verschiedenes, was ihr eingegeben hattet. Also keine Fragen. Ich habe jetzt nämlich das erste Mal alles hier unten gelesen. Ich bin ein bisschen falsch hier irgendwie. Ich bin noch nicht so ganz angekommen. Jetzt sehe ich, dass ihr immer was vom Ton schreibt. Okay. Gut. Alles klar. Na gut, also wenn keine weiteren Fragen sind, dann spielen wir wieder. Wir versuchen, eine effektive Lernmethode zusammenzumachen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, wo ich mich nicht bewegen darf, hier in diesem Webinar.
Aber ich muss jetzt auf alle Fälle das Video anmachen, sonst seht ihr mich ja gar nicht. So, also das mache ich jetzt mal an und ich versuche mich nicht zu bewegen. Und dann, genau, wäre super, wenn ein paar dazukommen und wir ein paar effektive Lernmethoden machen. Kennt von euch vielleicht jemand? Die Methode Konzentration mit drei Bällen. Habt ihr das schon mal kennengelernt? Sollen wir das jetzt wohl spielen? Spannend. Also, stellt euch vor, ich habe jetzt hier einen Ball. Ja, gut. Das ist sehr gut. Ich werfe jetzt diesen Ball zu Olga. Okay, Olga? Fängst du den Ball? Okay, Olga, hier kommt der Ball. Ja, sehr gut. Olga, du merkst dir bitte, du bekommst den Ball immer von mir, okay? Und ich werfe ihn immer zu dir und ich sage, das ist Olga, okay? Okay, Olga, jetzt wirfst du den Ball zu jemand anderes, zum Beispiel zu Nadja. Wirf doch mal einen Ball zu Nadja. Sehr gut, okay. Nadja hat den Ball, sehr gut. Nadja, du merkst dir, du bekommst den Ball immer von Olga, okay? Und Olga, du weißt, du wirfst den Ball immer zu Nadja. Sehr gut. Nadja, jetzt wirf du doch mal den Ball zu Sandra. Wirf mal. Zu Sandra. Ja. Okay, Sandra. Du bekommst den Ball immer zu Nadja, okay? Oder zu deinem Sohn Sandra. Ich weiß nicht. Sehr gut. Ihr fangt den zusammen. Okay. Und Sandra, du wirfst jetzt den Ball zu Irina. Oder dein Sohn wirft. Probiert mal. Wirft keiner einen Ball. Okay, gut. Irina, du weißt aber, du bekommst ihn von Sandra. Sehr gut. Und Irina, kannst du ihn mir wieder zurückwerfen? Okay, wirf ihn mir zurück. Wow, super, ich habe ihn. Okay, das heißt, wir merken uns mit diesem blauen Ball, machen wir immer diese Runde. Okay. Okay, Olga, der Ball kommt. Das ist Olga. Okay, und Olga wirft zu Nadja, genau. Das ist Nadja. Und Nadja wirft zu Sandras Sohn. Wahrscheinlich. Okay. Aber die spielen nicht mit. Okay, und unser von Sandra kriegt es zu Irina. Genau. Und Irina wirft ihn zu mir zurück. Super, ich habe ihn wieder. Toll. Das ist die erste Runde. Okay? Wir machen ein Spiel sozusagen mit einem blauen Ball immer in der gleichen Runde. Wir müssen uns merken, in welcher Runde. Ja? Schaut mal. Ich habe noch einen Ball. Einen grünen Ball. Ich werfe den Ball jetzt zu Baha. Baha bekommt den Ball. Ups. Ja, sehr gut. Super. Und kannst du ihn zu Anna werfen? Wirfst du ihn zu Anna? Ja, okay, Anna. Fang den Ball. Super. Anna, kannst du ihn zu Elke werfen? Ja, okay, Elke. Wow, super. Und Elke, wirfst du ihn mir zurück? Ah, okay, habe ich. Toll. Mit diesem grünen Ball machen wir natürlich mit der gesamten Gruppe. Ich mache es nur jetzt nicht komplett mit der gesamten Gruppe diese Runde. Ja, also ich werfe zu Bahar. Das ist Bahar. Und zu Anna. Ja, das ist Anna. Das klappt ja super. Und das ist Elke. Und Elke wirft wieder zu mir. Ja. Okay, und jetzt schaut mal, seht ihr beide Bälle. Und wir machen alles zusammen, okay? Das heißt, wir werfen gleichzeitig den blauen Ball und den grünen Ball, okay? Also, Olga, Achtung, Ball kommt. Aha, Achtung, Ball kommt. Ja, und dann geht die Reihenfolge so weiter, wie wir es eben hatten, ja? Genau, ups, ich habe schon wieder einen und Elke, ist der Grüne schon bei dir angekommen?
Noch nicht ganz. Baha, du musst ihn zu Anna werfen. Jetzt. Okay. Und Anna wirft ihn zu Elke. Genau. Oh, toll. Jetzt. Ja, jetzt habe ich beide Bälle wieder. Okay. Gut. Und jetzt, wenn das auch gut klappen sollte, in meinem Kurs klappt das nicht immer sofort. Das ist ganz klar. Ich muss erstmal mit einem Ball das trainieren und dann mit einem anderen Ball. Ganz klar. Aber wenn das gut klappt, kann man auch noch etwas am Boden lang rollen lassen. Okay, gleichzeitig. Das wird jetzt schwer für uns umzusetzen. Ihr stellt euch bitte vor, wir machen mit dem Fuß noch etwas in Bewegung. Also wir gleichzeitig mit den Bällen und diesem Band was in Bewegung. Könnt ihr euch vorstellen, das ist sehr schwierig, wenn wir alle drei Dinge auf einmal machen. Ja? Das heißt, warum machen wir das? Zum einen kommt ein Gewitter im Kopf, was sehr gut ist für die Vernetzung. Es ist natürlich so, dass ich immer darauf Wer achten muss, möchte mit dass die Mikro Sätze, die spielen? gesagt werden, gut und richtig sind. Ja, dass ich in dieser Wiederholungsphase überhaupt keine Fehler einstelle. Und dann ist es auch okay, wenn eine leichte Überforderung ist und wir einfach mit Spaß versuchen zu fangen und zu werfen. Und es ist nicht wichtig, ob es klappt oder nicht mit den Bällen. Es ist nur wichtig, dass wir probieren. Das ist das Ziel. Und dieses Schwierige heißt deshalb Konzentration mit drei Bällen. Ihr könnt auch drei Bälle werfen. Ich mache das sehr oft mit verschiedenen Ja, Inhalten. Baha muss Was für Mikro Inhalte fallen Ihnen aktivieren. ein? Was möchten Aha, wir sie machen, hat noch. außer sich kennenlernen? Habt ihr eine Das Idee? müssten wir vorher sagen. Okay. Sportart, Wir ja. warten. Erzähle bitte über die Regeln. Probier mal bei der Baha. Genau. Nein, auf Kamera, auf Mikrofon klicken. Na, das wird nicht so einfach. Okay. Also, was ich immer sehr gerne mache, genau, Ah, Sportart, okay. Synonyme, genau. Was ich auch immer sehr gerne mache, ist Nein, Baha, einfach kein fangen. Mikro, Ja, also ich habe ein bestimmtes kein Thema und Ton. ich möchte diese Chunks einüben zu einem bestimmten Das Thema. ist. Also Chunks sind feste Redewendungen, feste Redemittel. Das kann ich sehr gut auch als Satz anpinnen. Also darf ich euch vorstellen, das ist mein bester Freund im Unterricht, Kreppband. Ich benutze sehr oft Kreppband und dann kann ich das anpinnen. Ich nehme ein Stück Papier, wo der Satz draufsteht. Und jetzt kann ich es anpinnen. Jede Person hat ein Kreppband. Ja? Und dann kann ich den Satz immer gut lesen lassen. Und dann kommt automatisch der Satz flüssiger raus. Ja? Viele Teilnehmer haben Schwierigkeiten, flüssige Sätze zu sprechen. Es dauert lange, ich brauche viele Wiederholungen. Was glaubt ihr, wie viele So, jetzt bin Wiederholungen ich da. brauchen wir laut Nadja Kreppband? hatte nur die Berechtigung nicht Mhm, rausgegeben, Vorsprung. aber vielleicht hat Baha jetzt auch Mikrofon Stimmt, richtig, und genau. dann würde ich Sieben, acht, natürlich nach tiefen zurücktreten, weil ich Tönen. bin Dann Deutsche, noch das muss Hellsehen. jetzt nicht sein. Oh, Dann würde ich einfach Baha genau. nochmal testen Okay. lassen, ob sie jetzt oben das Mikro anschalten kann. Das Sonst mache tun ich wir. mit. 80 Einverstanden. Wiederholungen sind. 80. Jede einzelne Information braucht 80 Wiederholungen. Ja, das ist eine Menge. Und schneller geht es wirklich nur mit Bewegung oder zum Beispiel, wenn uns etwas peinlich ist, dann merken wir es uns natürlich viel schneller. Oder wenn wir es mit ganz Ja, vielen Baha. Sinnen oder mit einer bestimmten Situation machen. Baha oben. Ja, aber eigentlich Baha braucht oben jede in der Information schwarzen extrem Menüleiste. Ist lange, das. bis sie im Gedächtnis ist. Und Ist deshalb das sind okay? solche Übungen wie Konzentration mit drei Bällen ganz, ganz toll geeignet. Okay. Für die nächste Übung bräuchte ich eine Person und die bräuchte eigentlich auch ein Mikro. Geht das auch, Nadja, oder ist das dann schwierig? Und die. Okay, sehr gut. Ist das immer noch? Also, ich brauche eigentlich erstmal nur eine Person, weil dann kann man es gut zusammen zeigen. Und zwar heißt dieses Spiel Okay. Ready Ah, super, or Die. danke schön. Okay, wir zwei spielen da. Okay, toll. Aber wir hören dich nicht. Ja. Hast du dein Mikro an? Mhm.
zwei, vier. Ah, okay. Zwei. Ah, okay. Zwei. Eins. Drei. Zwei. Es ist schwierig, Eins. wenn ich es vorher erkläre. Drei. Okay, Nadja, Ich können wir es vielleicht einfach probieren? Du hast zwei, es. okay, zwei. Ich stehe um 7 Uhr Ja, okay. auf. Oder Elke, ja, gerne. Also wer immer Ton hat. Drei. Zwei. Hallo. Ich stehe um 7 Uhr Ah, wir hören auf. dich auch nicht. Drei. Ich ziehe mich an. Ich stehe um 7 Uhr auf. Drei. Okay. Ich gehe in die Schule. Okay, Nadja, können Ich wir ziehe es mich vielleicht einfach an. wir zwei probieren, weil du hast ja Mikro. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich gehe in die Schule. Super. Der erste Satz, ja, ich stehe um 7 Uhr. Okay. Okay. Ich ziehe mich an. Ich sowieso, ich bin sehr dankbar, danke. Ich gehe in die Jetzt Schule. klappt es, schreibst du? Ich, Aha, klappt es jetzt bei dir? ein neues Geräusch. Ich gehe in die Schule. Ja, jetzt hören wir dich. Ja, okay. Ja, wir hören dich. Ein bisschen leise, aber wir hören dich. Ja, okay. Aber es ist sehr, sehr leise. Ich glaube, es ist schwer zu verstehen. Geht Das war super. Ja, ich bedanke mich wirklich. Das war super. Dankeschön. wahrscheinlich ist es Tschüss. ähnlich wie bei mir, oder? Hört man auch nicht so gut. Ah, super, okay. Also, dann spielen wir Baha, okay? Also, das Spiel heißt 1, 2, 3. Wir zählen jetzt abwechselnd. 1, 3. 1. Nein, nein, du fängst wieder von vorne an. Nochmal. 1, 3, 2. Eins. Mach weiter. Drei. Zwei. Okay. Jetzt ist eins der Satz. Zum Beispiel, wir wollen, keine Ahnung, Tagesablauf üben. Ja? Ich stehe um 7 Uhr auf. Du sagst weiter zwei. Zwei. Du sagst zwei. Nein, nein, nein. Du sagst zwei. Drei. Jetzt sagst du den Satz für eins. Zwei. Ich stehe um 7 Uhr auf. Drei. Ich ziehe mich an. Ich stehe um 7 Uhr auf. Drei. ich ziehe mich an. Jetzt kannst du was Neues ausdenken. Kannst dir was Neues ausdenken? Okay. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich gehe in die Schule. Ich ziehe mich an. Okay, jetzt ist der erste Satz.
Nummer eins. Nein, nein, nein. Die eins ist jetzt, also dieser Satz ist jetzt, ich klatsche. Ja, jetzt machst du den zweiten Satz. Genau, ich gehe in die Schule. Ja, genau. Ich ziehe mich an. Aha. Jetzt mach ein neues Geräusch. Ein neues Geräusch. Okay, ich gehe in die Schule. Ja. Nein, jetzt war klatschen, so auf dem Boden, auf dem. Ja, okay. Gut, und so weiter. Sehr gut. Ich weiß, klingt ein bisschen komisch. Man kann es wieder zurück machen, bis es wieder bei 1, 2, 3 ankommt. Ja? Es macht total viel Spaß. Ja, es macht Spaß und super. Gerne. Gerne. Ja. Also dieses Spiel 1, 2, 3 kann ich sehr empfehlen, wenn ihr wirklich auch feste Sachen üben wollt. Oder auch Dialoge, die ihr gerade eingeübt habt, dass ihr die nochmal so im Gegenüber spielt. Es macht viel Spaß. Ihr könnt euch immer neue Bewegungen dazu ausdenken. Und die Schüler haben wahnsinnig viel Spaß dabei. Man muss sich unheimlich konzentrieren, aber es ist sehr, sehr lustig. Okay, ich habe gesehen, manche haben das schon mal gemacht, ja. Rechte und linke Gehirnhälfte werden gefordert, ja. Das stimmt, wobei ich gleich dazu sagen muss, rechte und linke Gehirnhälfte, da gibt es immer so noch so hartnäckige Gehirnmythen, das kann ich vielleicht auch gleich an der Stelle sagen. Man kann nicht mehr sagen, dass es linke, logisch-mathematische und rechte, emotionale Gehirnhälfte gibt. Das Gehirn ist viel zu kompliziert, als dass man das einfach nur in zwei Gehirnhälften unterteilen könnte. Das ist viel komplexer, man unterteilt mittlerweile in 8 Bereiche. Aber natürlich trotzdem, nichtsdestotrotz, aus der Kinesiologie kennen wir das auch. Diese zwei Seiten, also das ist links, rechts, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und hier muss ich mich sehr konzentrieren. Genau. Habt ihr auch letzte Woche gemacht und viel gelacht. Ja, ist doch super. Schön. Freut mich. Okay. Um diese Sachen zu machen, habe ich viele Chance und Wortschatz, der sehr hochfrequent ist, in Büchern gebracht, die so kleine Wortkarten ergeben. Also man kann diese Deutsch-Duell-Bücher einfach zerschneiden und dann hat man wieder etwas, was man anpinnen kann, ja, wo ich wieder dranpinnen kann und üben kann, entweder Konzentration mit drei Bällen oder 1, 2, 3 oder irgendwelche anderen Spiele. Und das heißt, man muss sich nicht groß vorbereiten. Ja, also schaut einfach mal auf die Variado-Seite, das ist meine Verlagsseite, und dann könnt ihr einfach die Sachen rausschneiden und gleich sofort. Okay, gut. Energieaufbau. Das ist ein anderes Thema, was sehr gut geeignet ist, um den Unterricht zu unterbrechen. Es gibt ganz viele Energieaufbauübungen. Manche sind sehr albern und manche sind für die Konzentration. Auf alle Fälle hilft es uns, dass wir mal aufstehen. Wusstet ihr, dass wir 2000 Stunden pro Jahr sitzen? Das sind ungefähr 6 Stunden am Tag. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also die Notwendigkeit von Bewegung wird völlig unterschätzt. Gut, wenn ich jetzt Energieaufbauübungen mache, habe ich die Möglichkeit, Themenblöcke voneinander zu trennen und die Konzentrationsfähigkeit wiederherzustellen. Ah, ich sehe, welcher Verlag, ja. Ich schreibe einfach mal kurz hin, ne? Ja. So heißt es. Genau. Und das Gehirn wird dann quasi wieder auf Reset geschaltet und kann sich neu ausrichten. Das ist einfach toll, weil es braucht nicht lange. Es sind ein paar Sekunden oder Minuten, die ihr dafür braucht. Und ihr habt ganz viele Möglichkeiten, dann die Schüler wieder konzentriert und bei Laune zu für eure Unterrichte zu nutzen, das für eure Unterrichte zu nutzen. Also, probieren wir einfach mal. Da brauche ich wieder Mitmacher. Vielleicht, ja, das würde mich freuen. Also da können sogar mehr mitmachen. Das ist eigentlich gar kein
eine große Geschichte. Macht ganz viel Spaß. Er macht mit. Wir brauchen auch keinen Ton groß. Das kann ich allein. Ah, hallo Nina. Olga ist wieder dabei, okay. Hallo. Super. Irina kommt dazu, genau, toll. Okay. Sehr schön. Kennt ihr das Sommergewitter? Habt ihr schon mal das Sommergewitter gemacht? Das ist eine sehr schöne Form, die ihr natürlich auch beim Thema Wetter, wenn ihr das Thema Wetter einführt, benutzen könnt, aber auch einfach zwischendurch als Energieaufnahme. Wir machen das jetzt mal zusammen, okay? Gut. Also, die erste Form ist, es kommt Wind. Reibt mal eure Hände aneinander. Es kommt Wind. Es wird windig. Aha. Könnt ihr den Wind hören? Jetzt kommen die ersten Regentropfen. Schnippst ihr. Aha. Okay, ihr hört jetzt nur mich, aber das ist okay. Einfach nur vorstellen. Und jetzt regnet es mehr. Ihr klatscht. Genau. Und es regnet noch mehr und wir müssen auf die Oberschenkel schlagen. Auf die Oberschenkel. Genau. Und jetzt kommt auch noch Gewitter, Blitz und Donner. Und da müsst ihr richtig auf den Boden springen. Sehr gut. Wunderbar. Und jetzt geht das Gewitter wieder langsam zurück. Es stürmt noch wieder auf die Oberschenkel. Und in die Hände klatschen. Regen ist noch stark. Aha. Regen geht langsam zurück. Aha. Und da ist nur noch Wind. Und jetzt ist das Sommergewitter vorbei. Schön, oder? Könnt ihr zwischendurch einfach mal ausprobieren. Es beruhigt unheimlich. Ihr könnt es sogar so machen, dass ihr einen engen Kreis machen lasst von den Kindern und dass sie diese einzelnen Formen dem Partner langsam weitergeben und alle haben die Augen geschlossen. Das ist wie Meditation. Richtig toll. Und dann kommt man so gut runter, wenn die Schüler zum Beispiel nach der Pause sehr aufgekratzt sind, kommt man sehr, sehr gut runter und alle werden wieder ganz ruhig. Ja, okay. Bleibt noch da, ich brauche euch noch. Jetzt, was man auch ganz gut machen kann, ist Artikelgymnastik. Nutzt ihr schon Artikelgymnastik? Macht ihr das schon im Unterricht? Ja? Vielleicht nickt, weil er sagt, nein? Okay. Okay, probieren wir es aus. Also, wir machen es so, bei dem Artikel der, hebt ihr eure rechte Hand. Hebt mal eure rechte Hand.
Irina, du auch? Deine rechte Hand ist der Artikel der. Ah, Irina ist nicht da. Okay. Ja, okay. Und wenn ihr eure linke Hand hebt, ist das der Artikel die. Artikel die. Hebt mal eure linke Hand. Ja, genau. Und wenn es der Artikel das ist, sind beide Hände. Okay? Probiert mal. Alles klar. Okay, ich nenne jetzt Nomen und ihr zeigt mir die richtige Hand. Ja? Fenster. Computer. Okay, die rechte Hand. Okay, gut. Musik. Okay, das ist aber die linke, eigentlich die linke Hand, aber okay, gut. Alles klar. Gut. Und also ihr könntet es auch mit tänzerischen Schritten machen. Wollen wir das auch mal ausprobieren? Da müsst ihr aufstehen. Steht mal auf. Ja, sehr gut. Super. Also, der ist einfach so nach vorne. Der. Macht mal mit, genau. Zum Beispiel, der Boden, der Boden, der Boden. Genau. Und die ist jetzt zur Seite, auch mit den Füßen zur Seite. Die Musik, die Idee, die Katastrophe, was weiß Aha. Und das Fenster, das Radio. Genau, und einfach bewegen. Genau, sehr gut. Könnt ihr euch vorstellen, ja? Ihr könnt jeden Tag ein bisschen eine andere Artikelgymnastik machen. Ihr wisst ja, Artikel im Deutschen sind ziemlich schwierig. Also von daher ist das eine Möglichkeit, ein bisschen in Bewegung zu kommen und gleichzeitig auch etwas dabei zu lernen. Probiert's mal aus. Was auch geht, ist, dass ihr drei Gruppen macht. Das heißt, eine Gruppe muss aufstehen und ist der Artikel der. Und eine Gruppe ist der Artikel die und eine Gruppe ist der Artikel das. Ja? Und dann können immer ganze Gruppen aufstehen. Probiert's mal aus, ist echt witzig. Okay. Und die letzte Übung ist eine Konzentrationsübung. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, weil man nicht unsere ganzen Arme sieht. Aber vielleicht geht es doch. Ich muss wieder aufstehen. Jetzt mal. Seht ihr meine Arme ja schon, oder? Was muss ich tun? Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Also, dieser rechte Arm geht hoch und runter, ja? In einer Stufe. Und dieser linke Arm geht in zwei Stufen hoch und wieder runter. Ja? Jetzt ist das Ziel, dass ich versuche, beide Arme gleichzeitig. Also dieser Arm geht hoch und runter und dieser Arm geht in zwei Stufen. Also, wie ist die erste Stufe? Wäre so. Genau, und wie ist die zweite Stufe? Oh Gott, ich komme durcheinander, wenn ich ins Bild schaue und an mich selber denke, bin ich durcheinander. Welches ist jetzt die richtige Hand? Okay, also der geht hoch und runter und der geht in zwei Stufen. Das heißt, es wäre so und so und so und so. Sehr schwierig, oder? Mit Personalpronomen gemacht. Ja, das ist gut. Genau, das kann ich natürlich mit vielen Dingen tun, aber dieses ist schon so anspruchsvoll, ich weiß gar nicht, ob ich da noch unbedingt was Zusätzliches bräuchte. Probiert's mal aus, probiert einfach mal aus. Einer geht in zwei Stufen hoch und runter, der andere einfach hoch und runter. Ist ganz schön schwierig, oder? Habt ihr es mal ausprobiert währenddessen? Probiert es später wahrscheinlich. Ja, gut. Toll. Also, Energieaufbauübungen. Wenn ihr Energieaufbauübungen in Google eingebt, findet ihr ganz viel. Oder auch Englisch, die Engländer sind da halt sehr, sehr gut drin. Wenn ihr Energizer eingebt, findet ihr ganz tolle Varianten. Ja, auch auf YouTube. Sehr interessant.
Okay, super. Also, dann machen wir weiter. Lesen mit allen Sinnen, okay? Lesen mit allen Sinnen ist auch ganz spannend, weil wir müssen hier im Unterricht Lesen machen und manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil wir, ja, wir können jetzt nicht sagen, jetzt liest du einen Satz und du einen Satz und du einen Satz. Klar, Vorlesen ist toll, aber das Problem ist oft, dass es einfach langweilig ist. Gibt es ein paar schöne Methoden, wie man auch etwas mehr machen kann? Wir können jetzt leider nur zwei machen. Ich kann ganz viele erzählen, aber das schaffen wir leider nicht mehr. Wir wollen auch noch eine kleine Fragerunde erlauben. Also probieren wir mit zwei Sachen etwas aus. Was ich nur empfehlen kann, ist, bleibt einfach länger an Text. Wenn ihr einen Text bearbeitet habt mit den normalen Möglichkeiten, könntet ihr eigentlich noch ein bisschen dranbleiben und andere Übungen machen. Ich mache dort zum Beispiel immer die Phonetik. Das hilft. Probieren wir es mal aus. Okay. Hier ist unser Text, den wir jetzt benutzen werden. Das ist ein Text aus Ja, genau, von Phonetik. A1 Text, ja, also nicht so schwer. Aber ihr seht trotzdem einen relativ. Mir ist immer wichtig, dass man hört schlecht. Okay, was soll ich tun? Lauter sprechen, hört man mich besser jetzt? Besser? Was ist jetzt anders als okay. Gut, ich probiere lauter zu sprechen. Ist es besser? Es ist etwas abgehackt. Ja, da kann ich nicht viel tun gegen. Verbindung. Besser. Okay, gut, besser. Okay, ich probiere langsam und laut zu sprechen. Oh Gott. Also, hier ist. Das ist unser Text. Und wir machen jetzt Folgendes, was wir vielleicht gut schaffen zusammen ist, ohne dass ich jetzt euch hören kann, aber wir tun einfach. Einfach so, als würden wir das alle gemeinsam machen. Ich fange an, irgendeine Stelle an zu lesen. Und wenn ihr die Stelle gefunden habt, dann steht ihr bitte auf. Und lest mit mir mit, okay? Probieren wir das. Also, ich fange an. Sie möchte eine Party machen. Sie braucht noch Knoblauch für den Tzatziki. Woher bekommt sie ihn? Vielleicht hat Herr Meier Knoblauch. So, ich gehe mal davon aus, ihr habt die Stelle gefunden und seid aufgestanden. Ja, probieren wir es gleich nochmal. Sie mögen doch Tzatziki. Ja, das ist lecker. Ich habe keinen Knoblauch, aber Zwiebel. Hier